Medien, bei den öffentlich-rechtlichen Medien sind wir als reine Corona-Protestpartei wahrgenommen worden. Ich bin sicher, dass dann auch öffentlich-rechtliche Medien nicht mehr um uns herumkommen. Ich stehe hier mit Nathalie Sanchez-Friedrich am Bundesparteitag der Basisdemokratischen Partei 2023 in Bonn. Hallo Nathalie, danke, dass du dir Zeit nimmst für ein kurzes Gespräch. Du bist gerade hier unten gewählt worden in den Bundesvorstand als Beauftragte für Medien und Kommunikation. Nathalie, wie geht's dir jetzt gerade? Total klasse. Ich freue mich sehr, dass die Mitglieder mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Vielen Dank. Du bist ein Urgestein in der Partei, du bist von Anfang an dabei, Gründungsvorstand in NRW, warst dort lange Zeit auch im Landesvorstand. Was hat dich bewogen dazu, jetzt die Verantwortung zu übernehmen, auch in den Bundesvorstand zu gehen, und wie hast du deine Zeit in NRW erlebt? Meine Zeit in NRW habe ich zu Beginn absolut mit Begeisterung erlebt. Also als Landesvorstand bin ich halt rausgefahren und habe von 40 Verbänden 8 oder 10 selber mitgegründet. Und diese Begeisterung, diese Freude konnte ich raustragen. Diese Vision, die wir damals hatten als Basis, ne, was wollen wir erreichen für die Gesellschaft, voller Freude. Und genau diese Begeisterung empfinde ich jetzt wieder. Wir machen uns noch mal ganz groß auf den Weg. Und gestern konnte ich ein Stück weit auch zeigen, dass das meine Vision ist für die Zukunft, nämlich eine Faszination bei den Mitgliedern hervorzurufen, für die Marke Basis, für unsere Ideen. Du hast ja auch im NRW bereits schon im Pressebereich gearbeitet, als Pressesprecherin. Ich selber habe im Bund auch schon als Beauftragter für Kommunikation und Medien Verantwortung übernommen vor einiger Zeit. Und ich weiß, die Wochen können sehr, sehr lang werden. Es kann sehr hektisch sein. Es sind unheimlich viele Telefonate mit Medienvertretern. Und am Ende hat man dann oft große Probleme mit dem Image der Partei, weil die Berichterstattung nicht immer als fair wahrgenommen wird. Wie sind deine Ideen dafür, um vielleicht das Image der Partei und die Bekanntheit der Partei auf der Bundesebene insgesamt nochmal zu steigern und zu verbessern? Ich glaube, ich habe das gestern angedeutet. Also anknüpfend an die Dreigliederung ist für mich das Geistesleben eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Thema Bildung, Thema Aufklärung, und ich plane, das hatte ich sowieso geplant, das hätte ich auch in NRW gemacht, dass wir viel mehr Großveranstaltungen machen, dass wir viel mehr Öffentlichkeit aufklären, und auf dem Weg bin ich mir davon, also ich bin sicher, dass dann auch öffentlich-rechtliche Medien nicht mehr um uns herum kommen. Also eine erste Aktion wird sein, dass wir einen Film, einen russischen Film, uraufführen in Deutschland, da habe ich bereits die Kontakte zum Filmverleih aufgebaut, zu dem Thema Nürnberger Prozesse, und das kombiniert mit einer Podiumsdiskussion, wo wir also Koniferen, und zwar nicht nur aus der Partei, sondern auch Externe, einladen werden für eine Podiumsdiskussion. Und ich habe auch schon die ersten Zusagen. Und das sind so Dinge, wo ich denke, da werden die Medien, die werden wir natürlich einladen, werden sie nicht drumherum kommen. Und bisher ist es mir auch gelungen, mit meiner, ich sag mal, mit meinem Charme und mit meiner Kompetenz viele zu begeistern. Wir hatten auch den Generalanzeiger hier am Freitag. Den Bericht fand ich ausgewogen, war natürlich ein wenig angehaucht, aber man hat es zumindest ordentlich dargestellt, dass wir für Basisdemokratie stehen, und das fand ich dann in Ordnung, Ergebnis. Du hast es gerade angesprochen, dass wir für Basisdemokratie stehen. Vielleicht eine kritische Frage. Denkst du, die Partei hat sich in der Öffentlichkeitsarbeit in ihrer Anfangsphase und in der Themenfindung zu sehr auf das Thema Corona eingeschossen, sodass man uns als eine Themenpartei wahrgenommen hat und das Thema Basisdemokratie vielleicht gar nicht so stark nach vorne kam? Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich, also mindestens bei den Medien, bei den öffentlich-rechtlichen Medien sind wir als reine Corona-Protestpartei wahrgenommen worden. Ich habe schon viele Gespräche auch mit Tom Buro beim WDR geführt. Es ist einfach nicht angekommen. So, und da sollten wir ansetzen. Und deshalb sind auch unsere Aktionen jetzt zu den Aktionstagen total wichtig, wo der Bürger merkt, er kann mitmachen, ne? Er kann sich beteiligen, seine Meinung ist gefragt, und dass die am Ende vom Tage auch in Ergebnisse einfließen wird. Das ist ja das Wesentliche dabei, dass wir verzichten wollen auf komplett repräsentative Demokratie und viel stärker die direkte Demokratie einfordern werden. In der Gründungszeit der Partei, in den ersten 1 bis 2 Jahren, gab es sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit, auch auf Bundesebene, auch besonders im Bereich Presse, Medien. Das war ein Team, auf das man damals gut aufbauen konnte. Jetzt in den letzten 1,5 Jahren, aus meiner Beobachtung, war die Öffentlichkeitsarbeit etwas schwächer geworden und die Personaldecke etwas dünner. Wie denkst du jetzt dafür zu sorgen, wieder Strukturen und ein Team aufzubauen, so wie du es in NRW bereits gemacht hast, auf Bundesebene, das diese Arbeit leisten kann? Also dieses Team existiert bereits. Das kann man auf jeden Fall sagen, weil ich da Mitglied bin in dieser Gruppe. Wir sind 18 Mann, davon mindestens 10 sehr aktive.
Und ich denke, das wird sich auch noch weiterentwickeln. Ich habe gestern auch schon Einladungen ausgesprochen. Jeder, der Expertise mitbringt, ist da ganz herzlich willkommen. Wir brauchen Leute, die schreiben können. Wir brauchen unglaublich viel mehr Bewegtbild. Und jeder, der da was zu beitragen kann, ist wirklich herzlich willkommen. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Das war Nathalie Sanchez-Friedrich, Beauftragte für Kommunikation und Medien im Bundesvorstand der Basisdemokratischen Partei. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Nathalie. Ich danke dir, David.